Hallo Leute, dieses kleine Video, ja, wie soll man sagen, das ist so eine Art Infovideo, um euch zu erläutern, was in näherer Zukunft sein wird und um die letzten Rätsel euch zu nennen, besser gesagt, alle Rätsel vom ersten bis zum letzten nochmal zu nennen und euch nochmal zu verklickern, wie es genau geht, weil ich habe schon viele falsche Lösungen bekommen, auch wenn wir deutlich gesagt haben, dass die Lösungen an Deathbone 2048 geschickt werden sollen. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Okay, Jan, du hast das Wort. Ja, also die Lösungen bitte an mich schicken. Wenn da was Richtiges dabei sein sollte, Joshua, bitte an mich weiterleiten. Ich glaube, da gibt es sogar eine Funktion, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Egal. Ja, gut. Also, ich habe hier unter anderem zwei Toastbrotscheiben, 5 Chicken Nuggets, eine Flasche Ketchup und eine kleine, ich sag mal, Flasche mit Zitronensaft und ihr könnt ahnen, was ich gleich damit machen werde. Na, es gibt noch eine Kampagne, nämlich die letzte Abend Crash Course. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißt, das werden wir sehen. Die habe ich schon mal Singleplayer alleine gechoppt und das heißt, ich kenne die so ein bisschen damit aus. Die wird nicht ganz so groß sein wie die vorherigen Kampagnen. Das sind nur 2 Level, die zwar einzeln ein bisschen länger sind, aber naja, halt nur 2. So. Und damit wir, ja, ich. Also das, was wir normalerweise immer labern, wenn wir gerade in dem Lobbybildschirm sind, das machen wir. Dann können wir nämlich gleich beim ersten Video von der Kampagne sofort voll loslegen und spart, ja, ich sag mal Speicherplatz, weil so ein Video, das nur ausgeladen besteht, ist wesentlich kleiner und das lässt sich dann noch besser hochladen und schneller und, naja, Zeit gut. So, der zweite Vorteil ist, ich habe hier schön meine Textdatei mit den ganzen Reden gerade vor mir offen. Die werde ich jetzt nochmal alle durchgeben. Entschuldigung. Ihr müsst übrigens nicht jedes einzelne Rätsel lösen. Es reicht, wenn ihr die Gesamtlösung einreicht. Bitte bei mir. Und das ist jetzt auch schon möglich. Ja, ich warte auf die ersten Einsendungen. Ich würde mal sagen, Einsendeschluss ist spätestens eine Woche nach dem Hochladen des letzten Parts. Dann wird ein Video von uns noch hochgestellt, wo dann die Gewinner gegeben werden. Und ja. So, also das erste Rätsel lautet wie folgt. Es sind 7 Stunden vergangen, aber doch stand die Zeit still. Es geht um Half-Life 3. So, das zweite Rätsel lautet, zuerst 15, später 17, die Zahlen beziehen sich aufs Alter, und spricht eine andere Sprache. Es geht um Final Fantasy 10 und Final Fantasy 10-2. Das dritte Rätsel, mächtiger als alles in der großen 8, schießt aus dem All, was für eine Kraft. Es geht um Final Fantasy 8. Das nächste trägt ein mächtiges Schwert auch nach dem Tod. Benutzt es auch nach dem Tod als Kämpfer. Geht um Final Fantasy 10. Kann man alles nachgoogeln oder bei Wikipedia nachlesen. Es sollte nicht so schwer sein, wenn man das mit den Spielen kennt. So, außer vielleicht der hier, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Kein Final Fantasy Char kann schneller rennen und sprechen als er. Er kommt nur in Final Fantasy 10-2 vor. Und dann ein hoher imperialer Offizier, dessen Nachname gesucht wird. Bei einem anderen Charakter wird übrigens der Vorname gesucht, beziehungsweise der erste Name. Das ist ein Charakter, der sowohl in alten Star Wars Filmen vorkommt, als auch in einer Menge Spiele, die sich ungefähr zur Zeit der alten Filme angesiedelt sind. Also, wo das galaktische Imperium besteht und, ja. Das nächste Rätsel lautet, dieser Vater stirbt dort, wo die Geschichte bisher endet. Es geht um Half-Life 2 Episode 2, obwohl er auch in den Vorgängern schon bereits vorkam. Das nächste, er führt viele junge Kämpfer an auf der Suche nach der Vergangenheit. Es geht um Final Fantasy 10-2. Das nächste Rätsel ist, der zweite Prototyp unter Mensch. Es geht um das Spiel 4, von dem Tempelmaster netterweise einen Walkthrough gemacht hat. Und das nächste Rätsel ist ein Scharfschütze aus einer Elite-Schule und die Bezeichnung dieser Schule bzw. der Name dieser Schule lässt an Pflanzen denken. Es geht um Final Fantasy 8. Der nächste ist ein Spiel, das eher unbekannter ist. Er beherrscht im zweiten Gipfel, im dritten Teil. Es geht um FSX3. So heißt das Spiel. Es ist keine Abkürzung für sonst irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls
Also die nicht. Naja. Und das nächste, das dürfte sehr bekannt sein. Über Ringe lief er und er zerstört diese. Es geht um Halo. Wenn man das Spiel kennt, und wenn man es nicht kennt, einfach nachgucken oder Wikipedia. Es ist sehr einfach zu lösen. Beim nächsten Rätsel geht es wieder um vier, und zwar die jüngste Mutter, die gefangen ist. Das sollte dann auch klar sein. Das nächste Rätsel lautet, er folgt seiner Mutter. Okay, so ist es echt unwagt, sehr vage. Aber es gibt um Final Fantasy 7. Damit dürfte es klarer werden. Es war vielleicht trotzdem nicht ganz einfach. So, das nächste Rätsel ist, lautet der Meister höchstpersönlich. Hütchen, Hütchen. Spielerangabe. Das vorletzte Rätsel, das kennt ihr auch noch nicht. In der Unterwasserwelt zieht er heimlich die Fäden in seiner Festung und Zufluchtsstätte. Es geht um das Spiel Aquanox. Und dann letzten Rätsel, ein dunkler Lord, der verschollen ist. Star Wars Knights of the Old Republic 2. Also KOTOR 2. So, das waren alle Rätsel von vorne bis hinten durch. Sie werden nochmal in der Beschreibung stehen mit sämtlichen Spieltiteln dahinter in Klammern. So, und ich muss sagen, ja, jetzt kommen wir zu unseren Zukunftsplänen. Die TV-Karte ist bereits in meinen neuen PC eingebaut. Allerdings brauche ich noch eine Verlängerung für das Stromkabel, um die in Betrieb zu setzen. Sowie muss ich das Teil, wo die Anschlüsse drin stecken, ein bisschen bearbeiten, weil es mir so noch nicht ganz reinpasst. Und naja, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis ich wieder Konsolengames aufnehmen kann. Und dann wird es so weiter. Mit Final Fantasy 12 eventuell fange ich Final Fantasy 8 an, das überlege ich mir noch. Und vielleicht nebenbei Act of War habe ich gerade zumindest angefangen zu zocken. Das manchmal irgendwie sehr stark ruckelt und naja, werden die Videos, die Uploads schon ziemlich weit auseinander liegen. So, SOJX wird natürlich fertig gemacht und vielleicht fange ich dann noch irgendwann mal mit The Legend of Zelda, Ocarina of Time. So, und wie sieht's bei dir aus, Joshua? Also, mein nächstes Spiel wird sein Lost via Domus, wovon ich übrigens heute noch einen Trailer hochladen werde. Ich empfehle euch aber bis morgen damit zu warten, ihn euch anzuschauen, da er dann auch in HD verfügbar sein wird. Ihr wisst, das dauert immer ein bisschen, bis die Videos, die ich hochlade, in HD verfügbar sind, weil YouTube scheiße ist und lange dafür braucht. So. Nach Lost kommt dann endlich Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition für PC. Und danach müssen wir mal gucken. Kommt wahrscheinlich auch der eine gesuchte Charakter drin vor. Wäre zu erwarten. Nö. Nee, kommt da leider nicht. Weil, ja, das Spiel viel später. Oh. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt nochmal ein kurzer Tipp zum Rätsel. Ihr könnt euch auch untereinander helfen. Damit meine ich nicht die Lösungen in die Comments schreiben, weil das wäre ein bisschen blöd, sondern, weiß nicht, wenn einer von euch zum Beispiel sagt, er weiß 8 Rätsel von den genannten 16 oder was es ist, dann könnt ihr denjenigen dann per Privatnachricht anschreiben und ihn vielleicht darum bitten, dass er seine Lösungen mit euch teilt. Und so könnt ihr das halt, könnt ihr das Rätsel halt auch lösen. Und ja, sonst ist, denke ich mal, alles klar. Und die fünfte und letzte Kampagne wird in circa, ich schätze mal, 2 bis 3 Tagen hochgeladen werden. Auch natürlich in Full HD und so, ist klar. Was heißt Full HD? Mein Monitor kann dann auch mal in Full HD. Mein Monitor kann ja leider nur 1440x900, aber er sieht trotzdem immer noch besser aus als vorher. Also so viel dazu. Gut, das wäre es soweit von meiner Seite. Wir haben jetzt auch schon 9,5 Minuten aufgenommen. Das heißt, das Limit ist gleich erreicht. Ja, noch ganz schnell. Es ist wichtig, ihr müsst die Anfangsbuchstaben der gesuchten Charaktere nehmen und aneinander reihen. Richtig. Okay? Gut. Und das wäre es von mir aus. Und zwar von 1 bis 16. Ne? Ist klar. Ihr fangt mit dem ersten Rätsel an und geht dann das durch. Schreibt das am besten in eine Reihe. Oder, ja, und zwar senkrecht und dann seht ihr das Wort. Oder die zwei Wörter, ja genau. Gut,
dann würde ich sagen, ja, sieht man sich bei der 5. und letzten Kampagne. Bis dahin, alles Gute. Ich wünsche euch viel Spaß und schreibt bitte eine Menge Comments, vor allem bei mir, ich komme zu beantworten. Tschüss.